Die Ausstellung Kalter Krieg und Architektur beleuchtet einen blinden Fleck in der Architekturgeschichte, und zwar wirklich einen massiven blinden Fleck. Es ist erstaunlich, dass die Besatzungszeit und der Einfluss dieser Zeit auf die Kultur- und Gesellschaftsgeschichte des Landes bisher noch kaum reflektiert wurde. Österreich war ja nach seiner Befreiung 1945 von den vier Siegermächten besetzt, in vier Zonen aufgeteilt zwischen der Sowjetunion, der USA, Großbritannien und Frankreich. Wien war nochmal ein Sonderfall, in vier Zonen plus eine neutrale Zone aufgeteilt. Und alle vier Mächte haben massiv Kulturpolitik gemacht. Das heißt, Österreich und Wien wurden wirklich zu zentralen Schauplätzen des Kalten Krieges. Dahinter standen einerseits wirtschaftliche Interessen, es ging aber auch ganz stark um Ideologien. Wirklich die Frage, wie wollen wir in Zukunft leben? Wollen wir in Einfamilienhäusern leben oder im sozialen Wohnungsbau? Wollen wir Wolkenkratzer oder wollen wir Gartenstädte? Also Lifestyle, aber auch Gesellschaftsmodelle. Und das Feld der Architektur war wirklich aufgeladen mit solchen Debatten, sowohl in einer Fachöffentlichkeit als auch in einer ganz, ganz breiten Öffentlichkeit. Also wir stehen hier jetzt vor den Briten, die eine wesentliche Rolle gerade zu Beginn der Besatzungszeit gespielt haben. Wir sehen hier dann auch den Greater London Plan, also gerade das Thema Städtebau war ein ganz wesentlicher Faktor. Es war ja die britische Labour Party, die damals einen Wohlfahrtsstaat eingerichtet hat, und da gab es freundschaftliche Verbindungen mit der Sozialdemokratie. Und da gab es dann auch sozusagen diesen Transfer der Leitbilder in Richtung sozialer Städtebau für Wien. In den unterschiedlichen Architekturleitbildern gab es auch einen Wettkampf und einen Wettbewerb unter den Alliierten. Bei der Sowjetunion stammt der soziale Gedanke oder beziehungsweise die Demokratisierung der Gesellschaft auch in den Vordergrund, aber wurde mit anderen Mitteln transportiert. Unter anderem gab es zum Beispiel Freilichtausstellungen, also man wollte wirklich ein großes Publikum erreichen. Da wurde die Moskauer Universität unter anderem als Palast des Wissens vorgestellt. Und da ging es eben um die Kommunikation, dass sowohl der Polier, der zum Beispiel an der Erbauung dieses Gebäudes mitgewirkt hat, und mit dem Studenten gemeinsam dann an dieser Universität studieren konnte, also Bildung für alle. Das Wesentliche bei der Darstellung der Propagandaarbeit der Alliierten ist ja auch die Selbstdarstellung ihres Landes. Einerseits architektonisch, der sozialen Errungenschaften, aber auch der politischen. Und das kann man bei der Sowjetunion sehr gut nachvollziehen. Da geht es wirklich um die Modernisierung des Landes, die technische Avanciertheit, also Wasserkraftwerke stehen im Vordergrund, technische Infrastruktur wie die Metro, soziale Infrastruktur wie die Universität. Österreich hat eine ganz wesentliche geografische Lage in Mitteleuropa. Es war das Tor zu Südosteuropa, und die politische Ordnung war ja damals noch nicht entschieden. Also da ging es einfach um einen Wettkampf zwischen den politischen Systemen der neuen Weltordnung, und da spielte Kulturpolitik eine ganz wesentliche Rolle. Während man bei den Briten eher an die sozusagen administrative Verwaltung der Sozialdemokratie seine Propaganda gerichtet hat, bei den Franzosen geht es sehr stark um die Elitenbildung bzw. um eine Jugendoffensive. Und bei den Amerikanern ging es ganz stark um den Aufbau und die Stärkung der Wirtschaft. Dabei durften Marshallplangelder nicht für den sozialen Wohnbau verwendet werden. Der Grund, der dahinter steckte, war, die Bevölkerung zu immunisieren gegen den Kommunismus, der in Richtung eines kollektiven Lebenskonzeptes führte. Das heißt, es wurde massiv
in Industrie- und Fertigungsanlagen investiert und dazu gehören auch Tischlereibetriebe, Möbelfertigung und Fertigteilhausbau. Ein wesentlicher Aspekt durch die Unterstützung des Marshallplans war auch die Investition in den Fremdenverkehr. Das war ganz wichtig, einerseits Hotelbauten, aber natürlich auch technische Infrastruktur, wo auch Gelder des Marshallplans einflossen. Also die Zonentrennung hat ja nicht nur in Wien stattgefunden, sondern ganz Österreich war unterteilt. In der französischen Zone mit Hauptsitz Innsbruck gab es ein ganz aktives französisches Kulturinstitut mit Maurice Bizet, der ganz viele Le Corbusier-Ausstellungen und andere Architekturausstellungen eben gezeigt hat. Das Spannende war, dass Le Corbusier sehr kontroversiell aufgenommen wurde, und zwar an den Hochschulen, also beim Establishment, wurde er ganz massiv abgelehnt. Er wurde als Kommunist bezeichnet, während die Jungen, es war eigentlich verboten, Le Corbusier zu lesen oder zu studieren, und die jungen Architektinnen haben sich sozusagen im Geheimen dann informiert. Und das zeigt aber auch, dass noch sehr starre, autoritäre und viel von Nationalsozialisten geprägte Bildungs- und Universitätssystem das eben noch vorgeherrscht hat. Und da war es eben ganz wichtig, dass die Alliierten Möglichkeiten in Leseräumen oder wie auch immer geschaffen haben, um für die Studierenden, aber auch für alle anderen eine Öffnung zu erzielen. Der Kalte Krieg endet ja nicht mit 1955, auch wenn Österreich danach seinen Staatsvertrag erhält, aber Österreich selbst schaltet sich dann aktiv auch als Global Player ein. Bruno Kreisky professionalisiert die Außenpolitik und österreichische Architektinnen nehmen teil an Wirtschaftsdelegationen und es kommt zunehmend zu einem Architekturexport. Was für uns als Architekturmuseum, als quasi österreichisches Architekturmuseum besonders interessant ist an dieser Arbeit, die ja Monika Platzer, unsere Sammlungsleiterin, geleistet hat, dass sie wirklich ein Plädoyer für eine transnationale Perspektive ist. Also sie verändert nicht nur den Blick auf die österreichische, sondern wirklich auf die globale Architekturgeschichte. Man darf ja nicht vergessen, dass bisher die österreichische Architekturgeschichte in einem sehr nationalen Narrativ geschrieben wurde, vor allem von den Protagonisten selber, also sehr stark von Architekten geschrieben, die angeknüpft haben an eine österreichische Moderne, an eine Wiener Moderne, und diese ungemein präsenten internationalen Einflüsse nicht wirklich thematisiert haben. Das heißt, das ist wirklich Neuland und es zeigt auch, dass Architekturgeschichte viel mehr ist als nur nationale Geschichte und viel mehr ist als nur Kunstgeschichte oder Kulturgeschichte, sondern auch Wirtschafts- und Sozialgeschichte.